Vanessas kleiner Bruder war 18, als er hier beim Unfall ums Leben gekommen ist. Und die Person, die den Unfall verursacht hat, die hat den Unfall überlebt. Sie ist schuld, das ist klar. Sie hat den Unfall verursacht. Also ich kann ihr vergeben, dass es einen Moment gibt, wo du nicht aufmerksam bist. Aber ich kann ihr die Folge nicht vergeben. Ich will heute von Vanessa wissen, wie geht sie damit um, dass hier ein geliebter Mensch genommen wurde durch den Fehler eines anderen. Hi. Gemütlich unterm Dach. Ja. Wir wollen ja heute über deinen Bruder reden und auch den Unfall. Ja. Und der war ja 2018, ne? Ja. Wie schwer fällt es dir denn, heute darüber zu reden? Gar nicht schwer. Eigentlich gar nicht schwer. Also man gewöhnt sich daran, darüber zu sprechen. Wenn es euch mit dem Thema nicht gut geht, weil ihr vielleicht selbst jemanden verloren habt, dann schaut euch das Video doch besser nicht an oder sucht euch jemanden, mit dem ihr das gemeinsam anguckt. Welche Beziehung hattest du denn zu deinem Bruder? Eine relativ enge, würde ich sagen. So das klassische große Schwester, kleiner Bruder. Mhm. Und im Verlauf, wie er dann älter wurde, wurde es ein bisschen mehr fast auf einer Ebene, obwohl ich immer noch die große Schwester war. Was waren denn so typische Eigenschaften von deinem Bruder? Er hat wahnsinnig gern geredet. Mhm. Er ist ein wahnsinnig ehrlicher und sehr direkter Mensch gewesen. Sehr impulsiv, würde ich sagen. Also er ist sehr schnell hochgekocht, aber auch ganz schnell wieder runtergekommen. Und er hat ein ganz eigenes Gangbild. Das sind so die Sachen, die noch. Wie meinst du das? Er ist so ganz eigen gegangen. Man hat es sofort erkannt, dass das der eigene Bruder ist. Also es war sofort bekannt, okay, das ist der Orel. Mhm. Ja. Hast du vielleicht ein Foto von ihm, das du mir mal zeigen kannst? Das habe ich. Das ist mein Bruder. Kannst du dich denn noch genau daran erinnern, wann das letzte Mal war, als du mit ihm gesprochen hast? An dem Tag, bevor er verstorben ist, wollten wir eigentlich telefonieren. Mhm. Und ich hatte aber zu sehr Kopfweh und habe das nicht gemacht. Habe ihn nicht angerufen. Mhm. Genau. Und da hat er aber dann mir auf WhatsApp noch ein Blödsinnbild geschickt, so was man so rumschickt. Ja. Und hat da noch 2, 3 Sätze dazu geschrieben. Und das ist so der letzte Kontakt. Wie hast du davon mitbekommen, von dem Unfall? Ich wollte gerade ins Bett gehen und dann hat es an meiner Tür geklopft. Und da war die Polizei und das Kriseninterventionsteam. Ach Gott. Ich habe erstmal nur die Polizei wahrgenommen. Und die Polizei hat dann halt mich gefragt, wer ich bin und ob ich ihn kenne. Was geht da im Kopf vor, wenn die Polizei irgendwie fragt, so, wer sind Sie und kennen Sie diesen Mann? Ich hatte keine Ahnung, ich bin nicht draufgekommen. Und dann relativ bald hat der Polizist gesagt, dass es einen Unfall gab. Mhm. Aber hat zu dem Zeitpunkt noch nicht gesagt, dass er verstorben ist. Dabei, ich habe dann, weiß ich noch, ins Treppenhaus rausgeguckt und da standen dann 2 Menschen vom oder 3 Menschen sogar vom Kriseninterventionsteam und in dem Moment habe ich begriffen, was der mir jetzt gleich sagt. Oh, das ist ein krasser Moment, ne? Ja, das war der schlimmste Moment in meinem Leben. Ist man dann eher so in sich zurückgekehrt oder ist man da sehr laut und also ich kann mir das nicht so vorstellen. Schreit man dann oder ist man... Ich bin da gestanden, habe immer nur Nein, Nein, Nein gesagt. Und dann haben sie mich gefragt, ob wir irgendwo hingehen können, wo ich mich hinsetzen kann. Und ich habe in dem Moment erstmal tatsächlich nichts gespürt. Und im nächsten Moment dann irgendwann hat sich's angefühlt, wie wenn mir einer das Herz rausgerissen hätte. Ja, das ist tatsächlich so. War das gut für dich, dass du so eine Betreuung hattest? Oder war das irgendwie, hättest du es gerne früher erfahren? Ich hätte es früher gerne erfahren, ja. Mhm. Ich hätte es gerne früher erfahren und im Nachhinein muss ich auch sagen, ich hätte es gerne lieber von jemandem erfahren, den ich kenne. Meine Eltern haben mir quasi die Polizei oder das Kriseninterventionsteam geschickt, damit ich eben nicht in diese Situation komme, dass ich irgendwo in der Arbeit bin und dann da von jetzt auf gleich erfahre, dass mein Bruder eben nicht mehr lebt. Wann hast du denn das erste Mal erfahren, was eigentlich genau passiert ist? Endgültig habe ich es dann bei meinen Eltern erfahren und auch als ich eben bei der zuständigen Verkehrspolizeiinspektion angerufen habe und dann halt ja Zeitungsartikel. Kurz nach der Abzweigung kam die Frau in einer langgezogenen Rechtskurve mit ihrem Auto aus noch ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte der Wagen frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug des 18-Jährigen zusammen. Der 18-Jährige wurde durch den starken Aufprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und starb unmittelbar an der Unfallstelle, noch bevor er aus dem Wrack befreit werden konnte. Das ist auch bestimmt krass, so schwarz-weiß zu lesen. Ja, das ist krass. Das war Wahnsinn. Wenn man das zusammenkriegt, dass das nicht irgendjemand ist, dem das passiert ist. Und dazu auch noch die Fotos von dem Unfall zu sehen, ne? Ja. War das gut oder schlecht für dich, die Bilder zu sehen? Für mich war es wichtig. Ich habe alle Details wissen wollen.
Ich habe auch alle Details erfahren. Ich habe mir Ermittlungsakten und so angeschaut. Ich habe mir noch viel schlimmere Bilder angeschaut als das. Warum? Weil ich es nicht fassen konnte sonst. Und das habe ich gebraucht. Ich musste alles wissen. Jedes Detail, jede Diagnose, Obduktionsbericht, alles. Ich habe alles gelesen. Das war so eine Akte. Alles durchgelesen. Hier steht in einem weiteren Absatz: Nach den ersten Einschätzungen nimmt die Polizei an, dass der junge Mann nicht angeschnallt war. Um dies und die genaue Ursache zu klären, wurde ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben. Hat man das hier geklärt? Also man hat das unfallanalytische Gutachten gemacht. Was ein Faktor ist, sie war zu schnell. Mhm. Das ist nachgewiesen worden und es wurde auch erfasst, dass er nicht angeschnallt war. Das ist tatsächlich so. Als du das gehört hast, dass er nicht angeschnallt war, was hat das mit dir gemacht? Ich war stinksauer. Wie kannst du das denn tun? Warum machst du das? Sowas tut man einfach nicht. Aber ob er trotzdem zu Tode gekommen wäre oder nicht, das wäre ein gesondertes Gutachten gewesen. Das haben wir tatsächlich nicht mehr. Mhm. Das ist nicht gemacht worden, ja. Weil es in der im Strafmaß keine Relevanz gehabt hätte. Glaubst du, das würde was ändern? Glaube ich nicht, weil, also dass sie den Unfall verursacht hat, bleibt ihre Schuld. Mhm. Egal, was wir beweisen, es bleibt ihre Schuld. Mhm. Und das Einzige, was man vielleicht sagen könnte, ist, wäre vielleicht nicht gestorben, wäre vielleicht nicht gleich gestorben, sondern vielleicht erst im Krankenhaus. Mhm. Wäre jetzt vielleicht schwerst behindert. Mhm. Vielleicht war es sein Glück, dass er nicht angeschnallt war. Das ist ja alles dieses hätte. Weil er sonst länger gelitten hätte. Genau. Mhm. Gab es denn einen Moment des Abschiednehmens für dich? Ja, wir haben die Möglichkeit gehabt, meinen Bruder am offenen Sarg aufzubauen. Für uns als Familie. Er sah ganz friedlich aus. Bei ihm war es so, dass die Augen so halb auf waren. Mhm. Der hat ja so blaue Augen, haben wir auf dem Bild gesehen. Und man hatte so das Gefühl, er schmunzelt. Als ob er gleich Blödsinn macht, so wie er das früher gemacht hat. Und dann habe ich ihn angefasst, habe seine Hand genommen und habe diese Kälte gespürt. Und dann habe ich ihm am Kopf noch gestreichelt und habe ihm halt gesagt, dass ich ihn lieb habe. Mhm. Genau. Das war sehr, sehr schlimm natürlich in dem Moment. Ja. Man denkt da dran und denkt, du hast gar keine Zukunft mehr. Mhm. Die Zukunft ist einfach weg. Gibt keine mehr für dich. In der kleinen Urne hier, da ist auch ein bisschen Asche von ihm drin. Egal, wo ich in meinem Leben noch lande, auf der Welt, ich werde ihn halt immer bei mir haben und das finde ich eigentlich sehr schön. Für mich klingt das nach einer Horrorvorstellung und dass du da so einen guten Umgang inzwischen mit hast, finde ich wirklich krass. In liebevoller Erinnerung an Aurel. Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust, wird es dir sein, als lachten alle Sterne, weil ich auf einem von ihnen wohne, weil ich auf einem von ihnen lache. Wie habt ihr diesen Spruch ausgewählt? Die Mama hat den ausgewählt. Also es ist ein Auszug aus dem Kleinen Prinzen, aus dem Buch. Und wahrscheinlich deshalb, weil es halt der kleine Prinz ist. Gell? Irgendwie ist der kleinste Bruder, das jüngste Kind. Mhm. Ich denke, dass es damit zu tun hat. Also sowas zeigt mir dann einfach immer so krass, wie schnell sich jetzt von jetzt auf gleich alles ändern kann. Ja. Nicht nur für deinen Bruder, sondern auch letztlich für euch. Genau. Du hast uns ja über Instagram geschrieben und ich habe gesehen, dass du hin und wieder auch Bilder postest zu deinem Bruder an Geburtstagen und dem Todestag. Ist dir das denn wichtig, da so offen drüber zu sprechen? Ich finde, das ist total wichtig, weil ich habe das so erlebt und meine ganze Familie hat das so erlebt, dass es Leute gab, die angefangen haben, uns zu meiden, weil sie Angst hatten, das anzusprechen. Und das ist das Schlimmste, was du mit einem Trauernden machen kannst, ihm jetzt irgendwie in ein Muster reinzudrücken oder zu sagen, okay, wir schweigen jetzt alle, weil jetzt ist noch Schweigen. Also wenn ich ehrlich bin, glaube ich, wüsste ich auch nicht genau, wie ich damit umgehe, wenn es jemandem in meinem Umfeld passiert und da die richtigen Worte zu finden. Und das baut dann so ein Druck und so eine Hemmschwelle irgendwie auf, dass man dann vielleicht gar nichts mehr sagt. Manchmal muss man gar nichts sagen, vielleicht einfach was machen. Einfach mal da sein, jemandem was geben, sagen, hier, guck mal, ich bin wirklich hier, ich bin anwesend. Und wenn du jetzt lachen willst, dann lachen wir und wenn du weinen willst, dann weinen wir. Du hast ja hier nicht nur ein Bild von ihm, sondern auch von dem Unfall selbst und auch von der Stelle, wo du Kerzen hinstellst. Mhm. Diese Stelle hier in dem Bild, das ist der Unfallort, oder? Ja. Fährst du da oft hin? Ja, also so ein bis zweimal die Woche im Schnitt.
Und du wolltest ja auch ganz genau wissen, wie das hier alles abgelaufen ist, ne? Ja. Bisschen eine schreckliche Vorstellung, wenn man jetzt hier an diesem Ort ist und sich das so einfach nochmal so vor Augen führt, was alles passiert ist. Das ist der letzte Ort, an dem er lebend war und der erste, an dem er tot war. Und das berührt einen schon. Ich fühle mich ihm da näher als am Grab zum Beispiel. Mhm. Wenn man die da alle so schnell vorbeifahren sieht und denkt, ihr denkt alle an nichts Böses und ich stehe hier, weil hier jemand gestorben ist, das macht schon was. Was glaubst du denn, wo Aurel heute ist? Ich glaube, dass er überall da ist, wo wir sind. Und ich glaube auch, dass er im Himmel ist. Mhm. Aber ich glaube, Himmel ist schwer zu definieren. Ich glaube, himmlisch wäre es, wenn man überall sein kann gleichzeitig. Vielleicht fungiert er bei uns allen ein bisschen als Schutzengel. Mhm. Das wäre schön. Und wenn der überall ist, warum ist denn dieser Ort so besonders für dich? Weil hier die Seele aus seinem Körper gegangen ist, das glaube ich ganz fest. Das Auto kam hier zum Stehen, er stand da mit dem Heck und hier ungefähr war er. Also das ist schon ungefähr der Ort, wo er gestorben ist. Mhm. Teilweise findet man sogar noch Splitter. Hier überall. Da hinten ist auch viel Plastik noch von den Autos. Hier. Macht mich immer betroffen, wenn ich an so Kreuzen vorbeifahre, weil ich weiß, da ist jemand gestorben einfach. Ja. Und jetzt auch so eine Geschichte dazu zu haben, von einem dieser Kreuze, ist so, ich glaube, ganz schwierig in Worte zu fassen, was das alles ausgelöst hat. Ja. Wie viel Leid und Traurigkeit auch bei dir. Ja, absolut. Wann ist dir denn zum ersten Mal bewusst geworden, dass jemand für den Tod von deinem Bruder verantwortlich ist? Ganz am Anfang schon. Also gleich nachdem es passiert ist, weil es halt auch, also die Polizei hat mir schon gesagt, er ist nicht schuld. Was waren da deine Gedanken? Ich hatte ein bisschen Mitleid. Sie hat mir leid getan. Weil für sie ist ja jetzt auch alles anders. Mhm. Und also ich hatte gar nicht so dieses, ich war nicht wütend. Gar nicht? Ganz wenig. Bei meinem Bruder und bei meinem Papa schon. Die sind sehr, sehr wütend auf sie. Ich glaube, im ersten Moment hätte ich wahrscheinlich tatsächlich auch ganz schön viel Wut. Und ich finde das total interessant, dass du das so differenzieren kannst. Klar, das ist schlimm und es wird nie wieder gut. Aber ich glaube, sie muss damit weiterleben. Und das ist doch eh schon das Schlimmste, was sie haben kann. Sie muss es aushalten, dass sie schuld ist. Mhm. Und das ist, da brauche ich doch nicht auch noch kommen und sie schimpfen. Hast du denn dann versucht, sie zu kontaktieren? Nee, habe ich tatsächlich nicht. Sie hat einen Brief geschrieben mal, den mein Vater und ich gelesen haben. Da wollte ich eigentlich auch drauf reagieren, aber ich weiß nicht, was ich ihr sagen soll. Was hat denn in dem Brief gestanden? Also, dass sie da auch so aus dem Leben rausgerissen wurde in dem Moment quasi. Also, dass sie das für sie selber auch viel zu viel war. Mhm. Und sie sich das selber nicht vorstellen kann und auch nicht erklären. Sie hat da drin beteuert, dass sie, und das glaube ich ihr auch, dass sie nicht am Handy war. Mhm. Dass sie da nichts gemacht hat. Und dass sie nicht weiß, warum. Sie kann sich's nicht erklären. Das hat sie da geschrieben und dass es ihr wirklich leid tut. Das natürlich auch. Wie ging es dir denn damit, das zu lesen? Es war ganz schwer auf der einen Seite, also wirklich schlimm. Auf der anderen Seite war es irgendwie auch gut. Ich war positiv überrascht in dem Moment, dass sie das geschrieben hat. Wie hat denn dein Vater den Brief wahrgenommen? Im ersten Impuls, direkt nach wir ihn gelesen, nachdem wir ihn gelesen haben, hat er gesagt, ach ja, das ist doch schön, dass sie das selber geschrieben hat. So. Mhm. Und im nächsten Moment hat er gesagt, das bringt eh nichts, weil sie ist ja trotzdem eine Mörderin. Die Ansicht wird sich auch nicht ändern. Also ihr habt eine sehr unterschiedliche Einschätzung. Er sieht die Schuld ganz klar bei ihr. Wie gesagt, da fallen auch so Begriffe wie Mord, ja, mhm. doch. Und das ist für mich aber so nicht, weil Mord ist Heimtücke und Heimtücke hatte sie definitiv nicht. Mord ist geplant, auch das ist nicht so. Mhm. Ja, das ist nicht mal Totschlag, was sie gemacht hat. Was du gerade sagst, erinnert mich total an das Gespräch mit einem Psychotherapeuten, das ich zu Schuldgefühlen geführt habe und er auch gesagt hat, dass es oft leichter ist, so Schuldgefühle auch zu machen und so irgendwie, ne? Und dieses Gefühl sozusagen zu entwickeln, und dem anderen die Schuld zu geben, bevor man sich mit seiner eigenen Trauer und Wut und so auseinandersetzt. Das, glaube ich, in das Muster passt mein Papa gut rein. Mhm. Weil der auch nicht so nach außen trauern will.
sondern das sehr mit sich selbst versucht hat auszumachen, was halt nicht gut klappt. Ich glaube, dass er das projiziert auf sie, ja. Du hast dich auf den ersten Film unserer Reihe gemeldet, in dem Tatjana erzählt, dass sie einen Unfall verursacht hat, bei dem zwei Menschen gestorben sind. Ich habe die Stunden gezählt. Vor so und so vielen Stunden war noch alles okay. Vor so und so vielen Tagen war noch alles okay. Ich bin schuld daran, dass andere Menschen gestorben sind. Und ich möchte es nicht sein. Deswegen wäre es mir halt quasi lieber, dass es mich getroffen hätte. Was hat es in dir ausgelöst? Ich war berührt. Ich fand sie unheimlich mutig. Ich war sehr bewegt von ihr, aber auf positive Art. Und ich fand es ganz, ganz interessant, von ihr selber zu hören, dass sie sich sehr wohl sehr schlimm die Schuld gegeben hat und dass sie irgendwie auch, ähnlich wie ich, trauert. Mhm. Zwar um den Menschen, den sie nicht kennt, aber sie trauert, weil sie es verursacht hat. Und auch, dass sie ihr eigenes Strafmaß zum Beispiel nicht angemessen fand. Mhm. Ich fand es sehr mutig, sich hinzusetzen und zu sagen, nee, das passt nicht für mich. Aber sie hat auch gesagt, es gibt dafür nämlich eigentlich gar keine gerechte Strafe. Genau. Dann habe ich gedacht, die teilt meine Meinung zu 100%. Im Endeffekt ist sie der Gegenspieler zu mir. Aber auf der anderen Seite ist sie doch so ähnlich. Es ist doch so gleich. Und das fand ich unheimlich berührend irgendwie. Und fand das, ja, wie gesagt, auch sehr, sehr mutig. Würdest du sagen, du hast der Unfallverursacherin irgendeiner Weise vergeben bisher? Vergeben habe ich ihr, dass sie den Fehler gemacht hat. Das schon. Hm. Ja. Dass sie den Unfall verursacht hat, das kann ich nicht vergeben, auch wenn das zusammenhängt. Aber es geht nicht. Also ich kann ihr vergeben, dass es einen Moment gibt, wo du nicht aufmerksam bist. Aber ich kann ihr die Folge nicht vergeben. Glaubst du, das ist wichtig für einen selbst? Also du kannst dich nicht auf dich konzentrieren, du kannst nicht an dein eigenes Gefühl ran, wenn du an das Geschehen denkst, an diesen Gegner denkst und immer denkst, ja, die ist schuld, die ist schuld, die ist schuld, dann komme ich nie dahinter, dass ich mal merke, was ich spüre, was mein Gefühl ist. Und deshalb glaube ich schon, dass es wichtig ist, wenn ich nur hergehe und jemandem die Schuld ganz hart immer gebe, dann habe ich den Platz nicht, die Energie nicht, die positiven Emotionen, die positiven Erinnerungen an ihn, an sein Leben, an meinen Bruder zuzulassen. Das ist einfach für mich das Wichtige. Wie ist es bei euch? Habt ihr schon mal einen geliebten Menschen verloren? Und wie seid ihr damit umgegangen? Ich würde mich freuen, wenn ihr mir davon in den Kommentaren erzählt. Hier drüben geht es zur kompletten Reihe, wie gehen wir mit Schuld um? Und hier zu einem Film von Follow Me Reports, den möchte ich euch wirklich ans Herz legen. Darin trifft Aminata Anna, deren Schwester ermordet wurde.